Das hier ist also das Kiki Blofeld, von dem mir meine Freunde erzählt haben. Da sind die Wände ja komplett verrostet. Der Kran hat ja auch ordentlich was abbekommen. Was ist Rost eigentlich? Wie entsteht der? Und warum kann man das nicht verhindern? Ich glaube, ich gehe zur Hochschule. Da kenne ich jemanden, der mir bestimmt alles erklären kann. Hi Kevin, schön dich zu treffen. Hi Alex. Ich war vorhin am Kiki Blofeld gewesen, bin da lang geschlendert, hab da Rost entdeckt. Du bist ja Student hier an der Hochschule. Was ist das? Mir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass Rost an verschiedenen Stellen auftritt. Wie jetzt an Schienen, Brücken oder halt am Auto. Halt überall da, wo Eisen in Verbindung mit Wasser, also Elektrolyten und Luft halt kommt. Und wie kommt es zur Rostbildung? Ja, dazu machen wir am besten einen kleinen Exkurs zur chemischen Zusammensetzung. An dieser Stelle brauchen wir die Redoxreaktion. Damit Eisen rosten kann, brauchen wir Eisen, welches in Kontakt mit Wasser und Sauerstoff oxidiert. Das, was entsteht, ist Eisenrost. Da Eisenrost aus zwei Sauerstoffanteilen besteht, wir aber auf der anderen Seite drei Sauerstoffatome haben, muss der eine Anteil halbiert werden, damit die Gleichung aufgeht. Zur Vereinfachung wird die Gleichung mit dem Faktor 2 erweitert. Daraus folgt diese Darstellung der Reaktionsgleichung. Beweisen kann man diese Gleichung jetzt anhand einer Redoxreaktion. Dabei muss man schauen, welche Komponente oxidiert und welche reduziert wird. Generell kann man sagen, dass Metalle fast immer oxidiert werden. Oxidation heißt ja bekanntlich, Metalle geben Elektronen ab. Dies geschieht an der Anode. Zwei Eisenatome geben hierbei 4 Elektronen ab, 2 für jedes Eisenatom, und werden so zu 2 zweifach geladenen Eisenkationen. An der Kathode findet die Reduktion statt. Reduktion bedeutet, dass in einer Reaktion Elektronen aufgenommen werden. Und da haben wir 2 Wassermoleküle und ein Sauerstoffmolekül. Und die nehmen die 4 Elektronen gerne auf, die das Eisen abgibt. Hieraus entstehen 2-mal OH-Moleküle, die einfach negativ geladen sind. Das Ganze kann man jetzt ganz einfach zusammenfassen. Dabei entsteht 2Fe minus 4E minus plus 2H2O plus O2 plus 4E minus. Daraus folgt 2Fe2 plus 2OH minus. So wie man sieht, die minus 4E minus und die plus 4E minus heben sich gegenseitig auf. Damit ergibt sich dann 2Fe plus 2H2O plus O2. Und hier verbinden sich die beiden Eisenionen 2Fe2 plus mit den beiden OH minus Molekülen. Und heraus kommt 2FeOH2. Das ist auch ganz logisch. Hier braucht das Eisen 2 Elektronen. Wir haben hier 2 OH minus, welches einfach negativ geladen sind. Das heißt, hier sind 2 Elektronen zu viel. Da Ionen, die gegensätzlich geladen sind, sich anziehen und verbinden, kommt es zu einer Ionenverbindung. Und es entsteht 2FeOH2, das sogenannte Eisenhydroxid. Da ich dir jetzt die chemische Zusammensetzung von Rost erklärt habe, zeige ich dir jetzt ein perfektes Beispiel. Schau an, hier haben wir mein Oldtimer, da finden wir so viele Roststellen. Okay, super Idee. Schau mal, hier haben wir Lochfraß. Und hier haben wir Kontaktkorrosion. Es gibt also verschiedene Arten von Rost? Ja, natürlich. Nicht jeder Rost hat die gleichen Erscheinungsformen. Die häufigste ist halt, wie gesagt, die Flächenkorrosion, die eindeutig am Kotflügel zu erkennen. Du hast mir gerade gesagt, dass das die häufigste Erscheinungsform ist. Kannst du da vielleicht näher drauf eingehen? Bei der Flächenkorrosion wird der Werkstoff nahezu gleichmäßig von der Oberfläche abgetragen. Dieser Vorgang erstreckt sich meistens über einen längeren Zeitraum. Dadurch ist die Flächenkorrosion im Vergleich zum Lochfraß deutlich ungefährlicher, weil der sich halt punktuell in die Tiefe ausbreitet. Und wie kann ich allgemein dem Rosten entgegenwirken? Ja, ein entscheidender Faktor ist die Materialauswahl. Je edler das Metall, desto besser. Ansonsten kann man natürlich konstruktiv einige Sachen berücksichtigen, sodass es nicht zu Rost kommt. Außerdem ist der Korrosionsschutz ein ganz entscheidender Punkt, den man berücksichtigen sollte.
Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Korrosionsschutz? Ja, das ist eine gute Frage. Dazu gehen wir am besten ins Labor. Ich kenne da nämlich jemanden. Und der kann dir das ganz bestimmt erklären. Hallo Emanuel. Hi. Hi. Schön, dich zu sehen. Hi. Der Alex, der hatte ein paar Fragen über uns gehabt. Kannst du ihm da vielleicht weiterhelfen? Ja, schieß mal los, Alex. Na, Kevin hat mir vorhin grundlegende Sachen über Rost erklärt und ist auf den Korrosionsschutz zu sprechen gekommen. Okay. Was ist das genau? Naja, grundlegend ist zu sagen, dass es zwei verschiedene Arten von Korrosionsschutz gibt. Einmal den aktiven und den passiven. Beim passiven wird das zu schützende Metall halt durch eine Beschichtung geschützt oder ferngehalten von den angreifenden Stoffen. Und das kann halt durch zum Beispiel Lackierungen, Kunststoff oder Gummiüberzüge geschehen. Beim aktiven hingegen wird direkt in den Korrosionsprozess eingegriffen. Aktiver Korrosionsschutz? Was ist denn das? Das lässt sich am besten, glaube ich, an der Tafel mit Hilfe des kathodischen Korrosionsschutzes erklären. Dazu gibt es auch zwei Varianten. Hier haben wir unser Bauteil als Rohr dargestellt, welches als Kathode dient. Diese Kathode ist negativ geladen. Folglich wird eine positiv geladene Anode benötigt, die mittels Fremdstrom mit der Kathode verbunden ist. Diese externe Stromquelle dient dazu, die von der Anode abgegebenen Elektronen in Richtung des schützenden Materials zu drücken. Dieser Vorgang funktioniert auch ohne Stromquelle. Hierbei muss die Anode im besten Fall aus Magnesium oder Zink bestehen, da diese sehr gut ohne Fremdeinwirkung Elektronen abgeben können. Aufgrund des Elektronenmangels an der Kathode werden die von der Anode abgegebenen Elektronen aufgenommen. Beide Varianten werden nur da eingesetzt, wo Metalle unter Wasser oder unter der Erde liegen. Zum Beispiel bei Rohrleitungen, Schiffsrümpfen oder Heizkesseln. Ein weiterer Bestandteil des aktiven Korrosionsschutzes ist das schutzgerechte Konstruieren. Schutzgerechtes Konstruieren? Kann ich mir das so vorstellen, dass ich beim Gestalten darauf achte, dass keine Stellen auftauchen, die mit Elektrolyten, sozusagen Wasser, in Kontakt kommen? Ja, genau. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Oberflächen von Bauteilen, die Korrosionsbelastungen ausgesetzt sind, möglichst wenig Unregelmäßigkeiten aufweisen sollte. Um die zu erfüllen, gibt es ein paar Grundregeln, die man beachten sollte. Hier sieht man zwei Ausführungen von Behältern, bei denen sich Wasser und Staub gut sammeln kann. Dies kann man vermeiden, indem man den Wasserabfluss rund oder schräg konstruiert. Ein weiterer konstruktiver Aspekt, den es zu vermeiden gilt, ist offene Profile, Taschen oder Vertiefungen zu verwenden, da sich hier problemlos Schmutz oder Wasser ansammeln kann. Um das zu verhindern, eignet es sich, diese Bauteile in Schräglage anzuordnen, um korrosive Flüssigkeiten abzuleiten. Eine weitere konstruktive Regel, die man berücksichtigen sollte, ist es, Spalte und Schlitze zu vermeiden. Wie hier? Hier wurde spaltfrei konstruiert, ebenso darauf geachtet, dass runde Profile verbaut wurden. Dadurch gibt es keine Möglichkeit, dass sich Wasser ansammeln kann. Dagegen hier das schlechte Beispiel mit rechteckigen Profilen, wo man eindeutig erkennt, dass sich Flüssigkeiten oder Schmutz im Bereich des Spalts ablagern können. Okay, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Mir ist aufgefallen, in der Umgebung gibt es überall Rosterscheinungen. Was kann ich denn jetzt dagegen machen, wenn Rost bereits vorhanden ist? Gibt es da irgendwelche Mittel oder Entferner, die man benutzen kann? Natürlich gibt es sowas. Rostentferner zum Beispiel ist ein Lösungsmittel, welches man auf die betroffene Stelle aufträgt, um sie dann chemisch aufzulösen. Beim Rostumwandler hingegen wird der Korrosionsprozess umgekehrt und beendet. Durch chemische Prozesse wird der Rost in stabile Eisenverbindungen aufgelöst oder umgewandelt. Die Bestandteile heutzutage für einen Rostumwandler sind meistens Phosphate. Diese lösen die Rostverbindungen und lagern sich als eine Art Schicht ab. Diese ist nicht porös wie bei Rost, sondern fest und lackierbar. Okay, super. Ich danke euch für die ausführlichen Erklärungen.